So, ist wieder soweit. Neuer Freedom BMX Grill Podcast, presented by SIBMX at SIBMX Distro auf Instagram. Danke Freedom BMX, dass wir diesen Podcast hier hosten können. Danke für die Arbeit, Markus Wilke. Mein nächster Gast ist, hört sich schon an wie in so einer Talkshow, ey, fuck. Auf jeden Fall hatte ich Max Bergmann zu Gast. Viele von euch kennen den vielleicht noch so von früher. Der ist hier ein bisschen verschwunden, da der seit über 2 Jahren jetzt in Barcelona wohnt tatsächlich. Hat es irgendwie also geschafft, aus diesem deutschen Hamsterrad hier auszubrechen. Wie das geklappt hat und was der Mountain Man jetzt so zur Zeit macht, das wird euch gleich im Podcast erzählen. Wer Max Bergmann jetzt auf Anhieb nicht direkt wieder im Kopf hat, das ist dieser große, blonde, schlachsige Typ, der immer diese hübschen No-Hands damals gemacht hat, mit der geistkranken Radkontrolle und vor allem der geistkranken Balance. War eigentlich immer ziemlich BMX aktiv. Und hat dann aber irgendwann gesagt, so, ey, irgendwie ist mir das hier alles zu viel in Deutschland. Ich will ins BMX-Mekka nach Barcelona reisen. Hat dann nur Urlaub gemacht, sondern irgendwie kleben geblieben. Aber alle Infos dazu gibt es jetzt in den nächsten 45 Minuten oder so. Weiß gar nicht, wie lange aufgenommen haben. Naja, werde ich schon merken. Also, reingehauen, zuhören. Schön Fleischsalat. Jo, Max, Alter. Ja, auf jeden Fall habe ich den Max Bergmann jetzt im Podcast. A.k.a. Mountain Man, a.k.a. Max Bergmann, ja. Der B-Man. Max ist ja zu Besuch in Deutschland gerade. Max wohnt eigentlich gerade in Barcelona. Also das, was du gerade machen willst, eigentlich mit deinem 12-jährigen Kopf, macht der Max gerade. Wie lange wohnst du hier schon in Barcelona, Max? Sind jetzt knapp über 2,5 Jahre. 2,5 Jahre schon in Barcelona, voll krass. Es kommt einem echt so... Zeit rennt so krass, ne? Ich kann schwören, so gestern war noch Bielefeld City Jam, als du den Transfer da gesprungen bist. So. Ja, Zeit rennt. Aber ich glaube, Gott, ich habe auch ein bisschen Zeitgefühl verloren, ne? War das nicht so geil? Da habe ich da schon gelebt. Da war ich hier zu Besuch. Bist du nochmal zurückgeflogen oder was? Einmal? Ja, einmal war ich hier, glaube ich. Aber ich habe auch echt viel vergessen, ne? Barcelona fehlt echt den Kopf ein bisschen. Kills. Ja, wie war die Grundidee? Also erstmal zur Grundinfo, Max wohnt seit 2,5 Jahren jetzt in Barcelona, weil er keinen Bock mehr hat, in Deutschland zu wohnen, ist aber einer der underratedsten deutschen BMX-Fahrer überhaupt. Wenn man den auf Instagram mal checkt, so, dann denkst du dir, jo, was zur Hölle, wer ist das denn? Max und ich sind aber mega zusammen aufgewachsen damals. Kennen wir schon. Ja, 10 Jahre jetzt, ne? Knapp. Safe, 10 Jahre, ja. Heftig. Vielleicht erinnern sich manche an dieses witzige Oxelo-Video, was wir mal gefilmt haben. Hi, ich bin Oxelo. Felix Pangberg meinte letztens noch so, jo, ich habe mich noch an dieses Oxelo-Video erinnert von euch, das war witzig. Ja, Mann, jetzt ist mir ja gerade beim Frühstück bei mir auf der Terrasse, leider wird nicht gegrillt, sondern nur gefrühstückt. Gestern keinen Bock mehr gehabt haben. Was ist denn so der Anlass für deinen Deutschlandbesuch eigentlich? Ja, also, ich war jetzt knapp 2 Jahre nicht mehr hier. Auf jeden Fall vermisse ich meine Freunde und Familie. Demzufolge wird mal wieder Zeit. Ich war jetzt ein bisschen... Arbeiten im Winter, sag ich mal. Davor war ich ziemlich lazy, hab nichts gemacht, ein bisschen Leben gelebt, aber dadurch war natürlich auch kein Geld da, um nach Deutschland zu kommen. Deswegen dachte ich, wird mal Zeit, ne? Jetzt bin ich hier. Wie war denn so grob dein Ablauf, seitdem du in Barcelona gelandet bist? Also du bist angekommen, erzähl mir die Story, du bist einfach nach Barcelona geflogen. Ja, wie war der Plan? Das war auf jeden Fall ziemlich Freestyle. Ich kam halt da an, eigentlich mit der Grundidee, einfach nur wegen Urlaub. Und ja, aber ganz ehrlich, nach 2-3 Tagen war halt schon ziemlich klar, okay, ist halt alles ein bisschen anders hier. Vor allem aber warst du vorher schon mal in Barcelona? Nee. Noch war, nie? War mein erstes Mal. Echt? Ja. Crazy. Ist einfach eine andere Mentalität da, ne? Die Sonne scheint halt jeden verdammten Tag. Und ja, keine Ahnung. Wenn man sich irgendwo auf einmal so krass neu wohlfühlt, dann enjoyt man natürlich viel mehr. Entspannt den ganzen neuen Vibe, sag ich mal. Und ja, keine Ahnung. Dann bin ich halt einfach da geblieben, ne? Also. Ja, aber so, gut, aber du bist ja. Normalerweise fliegt man ja nicht in Urlaub und bleibt dann einfach da. So. Also, ich meine, hast du irgendwie schon Kohle gespart oder so? Oder wie hast du da überlebt? Also, ich meine, wie bist du da so reingecrashed? So. Ich kann mir das so schwer vorstellen, weißt du? Genau. Ja, gut. Also, davor muss man sagen, in Deutschland, die Situation war halt ein bisschen. Ja, einfach ein bisschen schwer für mich. Oder was heißt schwer? Ich sag mal, ein bisschen planlos. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt keinen Job. So private Dinge haben sich alle geändert und
Ja, ich war halt einfach an so einem Du hast eh ja, nicht mehr mit. Scheideweg, so ein Scheidepunkt, ne? Du hast eh nicht so nicht so das, die Beweggründe, unbedingt hier zu bleiben, ja? Also dein Leben hier so weiterzuführen. Ja, nee, also ich war auf jeden Fall auf der Suche nach was Neuem. Eigentlich habe ich schon gedacht, so in Deutschland bleiben. So, ich hatte geguckt in Stuttgart, München, Berlin vor allen Dingen habe ich geguckt. Aber keine Ahnung, Wetter war halt überall irgendwann immer kacke im Jahr. Oder die Option zum Fahren im Winter halt schlecht oder wie auch immer. Und da habe ich mir gedacht, ja, keine Ahnung, erstmal irgendwie auf einen kleinen Nullpunkt kommen. Erstmal Urlaub machen. Und dann bin ich halt irgendwann irgendwie in Barcelona gelandet, nachdem ich mein Auto und den ganzen Bums verkauft hatte, um mir das so überhaupt leisten zu können. Sorry Leute, Max hatte vergessen, leider seinen Wecker auszumachen. Ja, bist nach Barcelona geflogen und ja, dann hast du da, wie lange warst du, hast du erstmal geplant, urlaubmäßig zu bleiben? So, wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Ja, Urlaub, ne? Ja, geplant waren eigentlich 2 Wochen. Aber nach ein paar Tagen war eigentlich schon klar, okay, ich bleibe auf jeden Fall länger, ne? Ich hatte ja zum Glück mein Auto verkauft und hatte ein kleines Startkapital. Bin dann halt länger geblieben. Und ja, keine Ahnung, wenn man das erste Mal in Barcelona landet, dann ist es halt wie so ein, ja, keine Ahnung, ist halt komplett unreal. Kommst da an. Und überall Spots, steigst aus dem Flughafen aus, nimmst den ersten Shuttlebus, Landeszentrum Barcelona und dann geht's los, ne? Also überall Spots, das ist halt komplett krank. Das habe ich halt noch nicht gesehen, ne? Und dir wird halt klar, nach ein paar Tagen schon, ey, da reichen auf jeden Fall 2 Wochen nicht aus, ein Monat reicht nicht aus, ein halbes Jahr reicht auch nicht aus, alle Spots zu fahren. Ich bin jetzt 2,5 Jahre da und ich bin mir sicher, mein ganzes Leben reicht nicht aus, um da alles abzuchecken. Also. Ja, keine Ahnung, beste Entscheidung so, was halt Radfahren betrifft auf jeden Fall, ne? Also bist hingeflogen, dann hast du ja Airbnb gehabt erstmal oder irgendwo was gepennt. Also erstmal, klar, erstmal hatte ich mir quasi so ein Hostel genommen für die ersten Tage. Die ersten 3 Tage hatte ich sogar hier bei dem King Team Manager, J-Ro, Shoutout an dem auf jeden Fall. 3 Tage bei dem gepennt. Und der hat mich so ein bisschen rumgeführt, ein bisschen gezeigt, was so geht in Barcelona. Ja, danach so ein bisschen auf jeden Fall mein eigenes Ding gemacht. Erstmal ein Hostel genommen für ein paar Tage. Und ja, dann halt gemerkt, ja, bringt halt eigentlich gar nicht so viel, ne, weil es ist halt mega warm da. Demzufolge Hängematte gekauft und halt draußen gepennt, Geld gespart. Du hast einfach auf Straße gepennt, ne? Ja, was heißt Straße gepennt, ne? Also, so wie man das halt in Deutschland sagt, Straße pennen ist ja wirklich. Denkt man so, okay, ich penne auf der Straße, aber in Barcelona ist halt mehr so, ja, du suchst dir halt einen geilen Strandplatz, 2 Palmen und hängst dich einfach dazwischen, ne? Hast du keinen Schiss, dass du irgendwie ausgeraubt wirst nachts oder so? Oder wie war da deine Vorgehensweise? Na, es ging eigentlich klar, weil du hast halt in ein paar Areas, zum Beispiel Forum, ich weiß nicht, wenn man mal in Barcelona war, dann kennt man Forum höchstwahrscheinlich und da ist halt ab 10 dicht, der wird halt zugeschlossen und wenn du halt drin bist, dann ja, bist du halt relativ safe, ne? Ja? Ja. Das ist eigentlich ziemlich nice. Du wachst morgens auf. Die machen halt 10 dicht, abends und 10 Uhr morgens auf. Und ja, wenn die Sonne untergeht, pennst du eh weg. Und wachst dann halt mit der Sonne auf. Und das Geile ist halt, ja, 8 Uhr morgens ist da halt keine Sau, weil es halt noch geschlossen ist. Und dann gehst du da an den Port und gehst Was, erstmal baden. wie hast du das denn gemacht? Strom und so, Handy aufladen, einfach Neckes oder was, Ja, oder? safe. Geil. Einfach halt separaten Akku. Krasser Vagabund, ey. Ja, gut, und dann hast du irgendwie aber auch mal überlegt, so was geht mit Arbeiten? Wie ist das passiert? Ich meine, als Deutscher erstmal in Barcelona Arbeit zu finden, obwohl du vorher noch im Urlaub warst, so, how? Ohne Spanisch zu sprechen. Ja, tatsächlich ist das relativ einfach gewesen. Ja. Viel einfacher als als eine Wohnung im Endeffekt zu bekommen. Also die Wohnsituation ist absolut krank. Ja, jobmäßig für Deutsche ist halt super einfach tatsächlich da. Also die Firmen suchen halt händeringend teilweise. Demzufolge hat man auch nicht den Stress wie in Deutschland, dass du halt dich akkurat kleiden musst. Dresscode, du weißt schon, was ich meine hier, Anzug, Ja, die dies, sind wahrscheinlich das. einfach nur froh, dass wir einen Deutschen haben, der pünktlich zur Arbeit kommt so, und dann nicht Ja, den ganzen Tag und halt chillt. Deutschland spricht so, ne? Ja. Und auch schreiben kann. Ja. Naja, also das war relativ einfach. Und tatsächlich hatte ich meinen ersten Job auch relativ früh safe. Allerdings mit der Wohnung, das war ein bisschen kompliziert am Anfang. Oder war sehr lange sogar kompliziert, selbst als ich dann eine Wohnung hatte.
Ja, also wer schon mal in Barcelona war, weiß auf jeden Fall genau, was ich meine. Da kann man echt mal guten Fehlgriff machen. Barcelona ist ja schon auch dafür bekannt, so ein bisschen, dass es halt relativ schmutzig ist und so. Und dass generell die Umstände des Lebens da jetzt nicht so mega sauber und clean. Wasser kannst du nicht gut trinken und so, eine ganze Scheiße. Das ist einfach nicht so. Wenn du im deutschen Mama-Haushalt mit weiß verputztem Haus gewohnt bist, so, dann ist das halt da eben anders. Ja, klar, also wenn du, klar, hören ja jetzt auch hauptsächlich Deutsche hier den Podcast. Klar, für normalen Deutschen ist das auf jeden Fall eine andere Nummer da. So, gerade was so die Sauberheit betrifft und so. Und gerade auch die Qualität, ja, der Gebäude, ne? So von innen und außen. Ich meine, als ich ankam, war halt halt crazy. Also ich kenne halt so, dass die Kabel halt in den Wänden Ja, verlaufen nee, und da wird nicht drauf einfach so geschissen. random style, einfach, ja, hängen wir einfach draußen irgendwo dahin, passt schon. Da ist mir halt schon so, ne? Okay, was geht ab? Aber man gewöhnt sich halt schnell an sowas, ne? Weil es funktioniert ja anscheinend. Und gut, dann hast du deinen Job gehabt so und du bist die ganze BMX gefahren, hast du halt schon für viele Leute kennengelernt, die dir vielleicht auch weitergeholfen haben und so. Oder wie war das dann? Also ich meine, wie lange hast du generell nur auf der Hängematte gepennt? In der Hängematte? Ja, das war so Pi mal Daumen, einen Monat oder zwei. Das Zwei war dann ab. Monate am Strand in der Hängematte leben. Ja, also so knapp. Also ich habe halt auch viel von nicht nur Barcelona abgecheckt, sondern halt auch außerhalb, ne? Und ja, wenn du dann jedes Mal ein Zimmer nimmst, dann bezahlt sich auf jeden Fall dumm und dämlich. Das ist ja keine Chance, so, ne? Ganz ehrlich. Dann sind auch, da ist auch ein Auto, was du verkauft hast, ist dann schnell mal weg. Ja. Und dann plus das geile Essen, was da ist, das willst du ja auch probieren. Ja, dann hältst du halt nicht lange Ja, durch, ist halt ne? dann schon doch irgendwie so, kommt doch ein bisschen der Urlaubsmax durch und gibt dein Geld aus, glaube ich, ja. Ja, safe. Ja, voll krass, ja, und dann, weiß ich nicht, gibt es irgendeine richtig witzige Story, die du jetzt zwischen Ankunft und diesem Moment irgendwie erzählen kannst, bezogen auf Barcelona und deinen Umgang mit Menschen da, oder ist irgendwas Krasses passiert, wo du sagen würdest, so, das ist die Story, die ich bisher erlebt habe? Ja, also das ist eher so ein generelles Ding, ne? Also allgemein ist für mich die krasse Story einfach, du kannst halt voll geile Leute in Barcelona treffen, von A bis Z, also von gut, von geilster Mensch überhaupt bis zum behindertsten Menschen überhaupt. Weil, ja, Barcelona ist einfach eine Stadt, eine Weltstadt, ne? Da kommt von überall jemand Und ich glaube, so und. lange haben die Bullen ja eh auch den Kaffee komplett auf, was BMXer und Skater angeht. Also ich glaube, gerade als BMXer, wenn du dann erlebst, ist das halt erstmal Ja. Assi mit den Bullen und ich weiß auch nicht. Ja, das hat sich echt nochmal echt ein bisschen Jetzt, als ich zum Dub Jam da war, da hatte ich jedes Mal, verschlimmert. keine Ahnung, das Gefühl, immer wenn ich in der Ecke fahre und da Bullen sind, dass die uns auf jeden Fall kontrollieren und festhalten und alles. Also, das ist auch passiert so, aber. Und wir hatten noch Verfolgungsjagden und so. Ich habe fast meine Kamera weggenommen und alles. Das war Naja. krass. Und gerade irgendwie noch im Fahrrad so mit Rucksack offen und nur die Schulter geworfen, irgendwo vor den Bullen abgehauen. Ja, also die Bullen da sind auf jeden Fall nicht zu vergleichen wie in Ja, Deutschland. hier streichen die dich ja gegen richtig. Ja, Ja, okay, ganz und dann einfach. bist du in der Hängematte gewesen so und dann hast du deinen ersten Job und du hast, während du deinen ersten Job hast, trotzdem in der Hängematte Nee, gewohnt. nee, also ich habe dann schon. Also mein erster Job ging dann. Also unterm Strich, so erster Monat, wo ich da war, hatte ich auch ziemlich Glück, weil es halt noch, es war Oktober rum, war halt einer der wärmsten Oktober, seitdem ich da bin. Dem Zoll ging das halt auch voll klar, aber dann wurde es halt auch kälter, ne? Also weil ich habe halt keinen Bock bei 12 Grad nachts draußen zu pennen oder 10. Das ist dann halt schon ein bisschen unangenehm, gerade wenn der Wind dann peitscht und du einen Job hast, ja, dann ist halt besser Wohnung, ne? Damit du halt einen geregelten Ablauf dahin kriegst. Und ja, dann habe ich halt meinen Job angefangen, hatte meine Wohnung, die zwar ziemlich klein war, aber ja, ist halt irgendwas, ne? Und wenn du eh nur draußen bist, voll egal, dann gehst du eh nur nach Hause, um zu pennen. Und dann nächsten Tag wieder raus, arbeiten, dann nach Haus, irgendwann nachts nach Hause, pennen, wieder arbeiten. Ja, und jetzt, also du hast dann, wofür hast du gearbeitet da, ne? Wie? Ah, das war für so ein, das war eigentlich für BMW im Callcenter. Also es war nicht für Endkonsumenten, das war mehr für Angestellte, für BMW-Häuser in Deutschland, die quasi mit BMW-Software und ja, eigentlich war es nur BMW-Software halt zu tun haben. Ja, und tatsächlich auch BMW-iPhones, da gibt es auch ein Programm für. Und wenn die irgendwelche Probleme hatten, war ich quasi der erste Ansprechpartner und habe dann Okay, und quasi dann, nach den ja. Lösungen in der Datenbank gesucht, die Alright. da weitergehen. Was ist dein Lieblingstrick?
Mal einen kurzen Break hier, für jetzt wieder Live-Story zu machen und irgendwas Interessantes für die Kids anzusprechen. Ach scheiße, mein Lieblingstrick für immer ist auf jeden Fall No Hand. Der geht einfach immer. Macht einfach Spaß. Aber so auf jeden Fall, ansonsten so was technisch betrifft, auf jeden Fall Fakie Menu. Ist das Spaßigste einfach. Ja, okay, und dann den Job gekickt und so. Dann warst du noch mal ein bisschen arbeitslos, meinst du irgendwie? Ja, safe. Ich habe halt den ersten Job echt nicht lange durchgezogen, weil es ging mir halt auch relativ schnell auf den Sack. Weil, ja. Ja, ich kann mich dir auch, also dich mir auch irgendwie nicht so einen richtigen Callcenter vorstellen für welche BMW kommen. Ja, ich hasse halt telefonieren, so, ne? Das ist halt das Ding, ne? Ja, keine Ahnung, aber man macht halt sein Deal mit sich selbst so. Nee, das ging halt 3 Monate klar, ich hatte Festvertrag und dann, ja, so, dann habe ich halt auch ab und zu mal krank gemacht, so, ne? Und halt das Leben da genossen, weil es echt hart auszuhalten, so andere, also sitzt da im Büro, telefonierst mit irgendwelchen Leuten da aus Deutschland, die natürlich aus Problemen Probleme machen, die eigentlich keine sind und dann übelst rumheulen. Sowas kann ich mir halt nicht länger als 3 Monate straight geben. Demzufolge brauchte ich dann auch auf jeden Fall mal eine kleine Auszeit. Wenn du halt die ganze Zeit im Büro sitzt, Sonne scheint da ins Büro rein und du hängst da, ne? Glaube ich, ja. Naja, dann ein bisschen Auszeit gemacht, Festvertrag hatte ich ja, alles safe. Und dann halt ja, ein bisschen krank gemacht hier, ein bisschen gerade da und dann, ja, keine Ahnung, ein bisschen Geld gespart natürlich, ne? Also, keine Ahnung. Für also du bist nicht da gewesen, hast die ganze Kohle rausgekloppt, sondern bist eigentlich so minimalistisch, wie nur geht eigentlich. Ja, am Anfang schon ein bisschen rausgekloppt, wegen Essen halt hauptsächlich. Ja, das war einfach, geiles Essen da. Man muss erstmal so ein bisschen so den Weg finden, wie du dich am besten günstig ernähren kannst und so, dass du trotzdem ja, voll, vertretbare voll. Nahrung bleibt und so, weißt du? Ja, ist halt wirklich so, ne? Ich meine, erstmal weißt du gar nicht, wo was abgeht und musst halt erstmal ausprobieren. Hm. Und zum anderen, ja, du musst halt auch ausprobieren, so, ne? Das geile Essen so. Ja. Okay, und dann? Ich erzähle, dass du für diesen Essenslieferanten gearbeitet hast, irgendwie als Glovo, was bei uns so Lieferando ist, mehr oder weniger. Ja, das war sogar relativ spät, das war halt letztes Jahr. So. Dazwischen habe ich halt ein Jahr gar nichts gemacht, also da habe ich halt von dem gesparten Geld quasi gelebt. Echt? So viel hast du gespart? Ja, so ein Jahr gechillt hast? Ja. Wie war dann so deine Wohnsituation? Also ich meine, hast du dann irgendwie bei... Also der Sommer quasi nach dem ersten Jahr, also der erste Sommer quasi, das war ziemlich Freestyle. Also ich habe halt im Sommer meine Wohnung dann gekündigt, weil ja, wenn es halt in der Wohnung wärmer ist als draußen, dann fragt man sich auch schon wieder, warum bezahle ich überhaupt Miete, wenn ich halt drin nicht schlafen kann, also bringt halt gar nichts. Ne? So, und dann ging das halt los, wieder am Strand gepennt und das hat gar nicht lange gedauert. Da habe ich einen Kollegen getroffen, der war auf dem Weg nach Valencia, der hat mich dann einfach eingesammelt. Ja, und dann ging es los, der Trip. Da war ich halt 3 Monate fast unterwegs, 2 Monate. Okay, mit Deutschland dann 3 Monate. Das war das Jahr, wo ich einmal in Deutschland war, kurz. Und ja, das ist eigentlich jetzt schon 2 Jahre her, knapp. Ja, genau, 2 Jahre eigentlich. Ja, auf jeden Fall, ja, dann auf jeden Fall Spanien erkundet mit dem Geld, was ich zur Seite gelegt hatte. Hat natürlich Glück, dass ich Freunde da gefunden habe, die mich dann mitgenommen haben, mir alles gezeigt haben. Dann bin ich dann auch in Portugal gelandet. Einfach nur, weil du so ein kleines Fahrrad fährst. Ja. Nämlich irgendwelche Leute mit nach Portugal. Ja, wir machen es so tight. Oh, Scheiß. Ja. Du könntest der krasseste Banking Manager ever sein. Du hast keine Freunde, die einfach nach Portugal mit. Digga, wenn du Fußball spielst, ne, dann läuft das auf jeden Fall nicht so. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ein bisschen da rumgetravelt, so, Portugal geendet. Ja. Du wolltest aber wieder nach Barcelona auf jeden Fall. Oder war das so der Plan generell von allen, die da mit waren? Nee, also ich habe mich schon krass in Barcelona verliebt, ne? Einfach. Selbst wenn Barcelona Center, also Barcelona, was wir alle kennen, wenn einem das auf den Sack geht, ey, dann gehst du einfach Zone 1, Zug, 1 Euro, bam, der eigentlich so for free ist, weil da einfach keine Kontrolleure am Start sind, nimmst du den Zug halt raus aus der Stadt, fährst deine 15 Minuten, hast komplett deine Ruhe. Und ja, wenn du es in Barcelona nicht mal aushältst, wegen Menschentourismus oder was weiß ich, dann hast du auf jeden Fall da ein Plätzchen, wo man echt geil chillen kann. Die Mieten da sind auch viel geiler. Also Barcelona ist halt super Base, ne? Also deswegen wollte ich auf jeden Fall zurück, ohne Frage. Naja, Barcelona ist die BMX-Base der Welt so ungefähr, ne? Ja, aber auch zum Reisen, ne? Du kannst halt super günstig von Barcelona immer hinreisen. Mhm. Meistens ohne Probleme, one way. Perfekt halt, ne? Ja, das passt, das ist praktisch. Ja, ja. Safe. Ja, und dann, keine Ahnung, du bist ja, hast ja so ein bisschen in die Menschen da reingegroovt, fährst auch für diesen Happy Bike Shop, oder? Mhm, genau. Ja, also, da bin ich auf jeden Fall ziemlich dankbar für, dass der mich so schnell wie möglich da eigentlich, ja,
gesehen hat. Also da, wie würdest du sagen, bekommst du einen Großteil der Barcelona-Szene gut klar oder gibt es da nur so eine kleine Gruppe, mit der du eigentlich abhängst? Oder? Ja, also grundsätzlich komme ich da mit jedem klar. Da gibt es eigentlich... Oder ist das da, wie ist da die Einstellung? Sagen die eher so, boah, da kommt der Deutsche wieder? Oder ist er so, hey Max, was geht ab? So, cool, dass du hier bist. Ja, also du siehst halt viele, viele Lächeln auf jeden Fall, ne? Ich meine, du weißt, wie es ist heutzutage in dieser Welt. So, da gibt es immer welche, die fake sind, so machen nach außen so netter, als sie eigentlich sind. Aber also dass wir jetzt hier keine Bad Vibes für Barcelona hier verstreuen. Also die Grundmentalität ist halt der Hammer, ne? Mhm. Also jeder heißt dich willkommen und auf jeden Fall beste Leute da kennengelernt, ne? Und ohne Frage. Szene da ist krass, aber halt auch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr in Gruppen, ne? Also es war für mich relativ schwer, da mich zu einer Gruppe jetzt wirklich hingezogen zu fühlen. Hab da eigentlich so von Anfang an mein eigenes Ding gemacht, weil du hast halt, keine Ahnung, also ich fahre halt gern überall. So, ich wach morgens auf und dann mache ich mir keinen Plan, okay, ich will jetzt unbedingt Street fahren, sondern ich fahre halt dann los und dann gucke ich, was passiert. So, und die Szene in Barcelona ist halt sehr gesplittet, würde ich sagen. Also du hast halt klar die straighten Streetfahrer, dann hast du halt die Parkfahrer und die Dirtfahrer. So, und die hängen aber nicht miteinander ab, oder was? Ja, zum Saufen und so auf jeden Fall, ne? Aber es ist halt so, was Fahrradfahren betrifft, ist das halt schon ziemlich getrennt. Und selbst unter den Streetfahrern hast du nochmal Gruppen, also selbst eigentlich unter allen, egal ob Parkfahrer, Dirt oder was weiß ich, du hast halt überall deine kleinen Gruppen. Und ja, keine Ahnung. Überall sind halt coole Leute dabei, aber ja, die haben halt ihre Gruppen so, also man fährt dann halt schon ab und zu mal zusammen, aber es ist halt kein so richtiges, wie soll ich sagen, okay, sind dann alle eine Gruppe und los geht's. Ja. Aber ich glaube, du kommst ja mit, ich meine, du bist ja easy umgänglicher Typ, so, du kommst wahrscheinlich mit allen einigermaßen klar, so. Ja, und du hast wahrscheinlich deine eigene Gruppe, mit denen du dich so mehr oder weniger täglich triffst, so wie es halt immer ist. Alright, okay, dann... Hast du da am Strand gepennt und jetzt wieder, dann hast du, ja genau, was ist da irgendwie in dem Jahr passiert? Gibt es da noch irgendwelche coolen Stories? Was mit Kink? Du fährst ja für Kink eigentlich, aber was war das, Allright damals oder was? Ja, Allright und dann meine ich, ja, Allright hat ja dann quasi Distribution für Kink quasi aufgegeben. Also genau Hintergründe weiß ich da jetzt auch nicht genau. Aber das war, hat sich ziemlich geschnitten eigentlich. Ich kam ja dann in Barcelona an und ja, Happy Bike Shop hat dann genau die Distribution für Spanien quasi angefangen für King. Hm. Das hat sich eigentlich so ziemlich perfekt geschnitten und ja, hat mich dann halt quasi einfach übernommen. Fand ich auf jeden Fall mega nice, weil ja, mir wurde halt mein Bike auch geklaut. Ich kam gerade aus Portugal wieder und das ist halt super, so dumm eigentlich, weil, ey, ohne Spaß, ich habe quasi meine Hängematte, immer wenn ich am Strand gepennt habe, habe ich meine Hängematte immer über mein Fahrrad gewickelt. Mich dann einfach auf mein Fahrrad gelegt und ohne Schloss, nie wurde irgendwas geklaut. Und nach Portugal, ich konnte halt die Nacht auf dem Weg von Portugal nach Barcelona, konnte ich halt nicht pennen im Flixbus, weil lange Beine, dies, das, unmöglich im Bus. Und ich dachte mir echt so, Alter, kaufst dir ein Schloss für die nächste Nacht, weil ich werde auf jeden Fall wie ein Stein schlafen. Kauf mir extra ein Schloss. Und trotzdem haben die mir das geklaut mit Schloss. So, was geht ab, ne, Digga? Ja, genau da hat der Happy Bike Shop das halt gecheckt und genau zeitgleich, so eine Woche später, bin ich dann für King Spanien gefahren. Und dann hat er mir ein Rad gegeben. Das war auf jeden Fall, ja, glücklich, ne, weil ohne wäre auf jeden Fall übelster Abfuck gewesen, weil mein Job. Also, ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch schon fast ein halbes Jahr nicht mehr gearbeitet gehabt und Geld dafür hatte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, ne? Rad kaufen ist auch nicht so doof. Generell ein Rad kaufen ist ja auch erstmal voller Akt schon. Ja, ja, schon teuer sowas. Gerade wenn man dann nicht irgendwie zu Hause eine stabile Situation hat, so irgendwie. Ja, okay. Ja, also King, Spanien, Team Rider. Und ja, mit wem fährst du da? Also gibt es irgendwelche bekannten Leute, mit denen du viel fährst so in Barcelona? Ich meine, so klar, alle wissen, Simone wohnt da, also Austin Masur wohnt da. Ja, meinst du, findest du den schon mal ganz cool? Was weiß ich, wen gibt es denn noch so? Da gibt es tausend Leute. Ja, mit dem Austin hänge ich manchmal auf jeden. Der ist mega korrekt. Ansonsten halt, ja, keine Ahnung. So, man trifft immer mal so ein paar Leute, wie den Perrin oder was weiß ich wen. Und man hat da mal Session. Mhm. Aber so grundsätzlich, das hat mehr so Freestyle einfach, ne? So,
Ich mag es halt morgens an den Strand Kaffee trinken und dann mache ich einfach spontan. Und dann gucke ich einfach, wie man, ich meine, das ist halt Barcelona, so, ne? Du machst auch immer einer. Irgendwie kommt dir, ja, irgendwie triffst du halt eh so, ne? So, und wenn nicht, dann chillst du halt nur den ganzen Tag. Ich meine, immer BMX fahren ist halt auch ganz schön. Ja, es geht auf jeden Fall klar. Ich bin in dem ersten Jahr, bin ich halt so viel BMX gefahren wie, was weiß ich, 20 oder so, ne? Also auch von der Motivation her einfach nochmal übelster Schub gekommen. Einfach nur durch Mentalität und Sonne, ne? Ja, Sonne macht eine Menge aus, Vitamin D. Shoutout an Vitamin D. Alright. Okay. Und jetzt, wie ist deine Situation? Ich meine, jetzt ist gerade Lockdown durch in Spanien und diese ganze Kacke, kannst du mal, das würde mich immer interessieren, wurdest du mit Corona in Spanien konfrontiert? Wie ist das abgelaufen? Was für eine Scheiße ist das? Also Corona in Spanien war auf jeden Fall mega abfuck. Ich glaube ich gerne. Ich kann es nicht anders beschreiben als komplett mindfucking. Also man muss sich das so vorstellen, es war ja der Dubjam da und... Ja, ich war zum Dubjam da, 2 Wochen später oder so war wir Lockdown. Ja, knapp einen Monat später. Einen Monat, ja. Ja. Und dann war einfach knapp, also 2 Monate war auf jeden Fall straight Lockdown. Also man durfte nicht, nicht rausgehen, gar nichts. Da muss man sich mal reinziehen. Ich meine, ich bin jetzt zurzeit ziemlich glücklich, weil ich halt ein cooles Zimmer habe, groß, mit coolen Leuten. Demzufolge war das noch irgendwo aushaltbar, ne? Wir haben eine Terrasse, demzufolge konnten wir immer ein bisschen Sonne tanken. Auch wenn wir nicht raus dürfen. Aber man muss sich einfach mal vorstellen, ey, die Leute sind da teilweise 2 Monate in ihrem kleinen Zimmer eingesperrt, können nichts machen, außer raus halt zum, ja, wenn du einen Hund hast, kannst du den Hund mal Gassi gehen. Ansonsten halt nur zum Einkaufen. Ja, und wenn du halt tagsüber einkaufen gehst, hast du auf jeden Fall warte mal, Weltuntergang, ja. Und dann bist du immer nachts einkaufen gegangen, meinst du? Ja, safe. Ich bin halt jeden Tag. Ja, ich habe auch keine Hamsterkäufe gemacht oder so ein Bullshit. Als ich gesehen habe, was hier in Deutschland abgeht, dachte ich mir auch schon so, Alter. Digga, was wollen die mit dem ganzen Klopapier? Digga, was ist los? Das stimmt nicht. Vor allen Dingen jetzt zu dem Zeitpunkt ich habe halt einen neuen Job auch angetreten. Ich bin halt Content Moderator. Ich kontrolliere Videos in der Social Media Plattform. Und TikTok, Alter. Naja. Macht Arbeit für TikTok einfach. Guckt euch die Videos an, die ja, für euren nicht Markt, cool sind. Deutsch. Und die Videos, die ihr nicht seht, weil sie scheiße sind, hat Max angelöscht. Ja, ist ziemlich witzig. Also ich habe euch auf jeden Fall gesehen, wie ihr alle... Wie richtig scheiße. Wie so viel Klopapier hortet für die nächsten 20 Jahre. Ne? Heftig. Nee, auf jeden Fall, das ist tatsächlich in Barcelona nicht passiert. Die haben halt nur andere Sachen halt gehamstert. Wie Sau. Und ja, 2 Monate Lockdown und danach, nach 2 Monaten waren wir quasi immer noch in Phase 0. Aber da wurde ein bisschen gelockert und wir waren halt, berechtigt. Wir waren berechtigt, von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens rauszugehen. Was ein Scheiß, Alter. Digga, jawohl. Von 6 Uhr morgens bis 10. Ja, guck mal, ich arbeite von 16 bis 24 Uhr. Dann hast du halt 8 Stunden Video-Input im Kopf und kannst nicht direkt pennen. Und ja, meistens habe ich dann halt durchgemacht, ne? 6 Uhr morgens dann raus und bis 10 Uhr morgens ein bisschen Sonne getankt, ein bisschen gerollt, aber halt auch nur Minimum. Weil ja, Körper macht es auf jeden Fall nicht so mit. Naja, durchmachen immer. Das ist ja voll scheiße, Alter. Bis 14 Uhr bleibst du einfach wach bis 6, ach du Scheiße. Ja. Ja, und dann, ja, das war halt die Situation, war auf jeden Fall dann auch nochmal 2-3 Wochen. Oder 4 sogar. Ja, und jetzt, so eine Woche bevor ich jetzt nach Deutschland gekommen bin, hat sich das jetzt so weit gelockert, dass wir halt fast immer raus dürfen, außer zwischen 10 bis 12. Das ist halt nur für die alten, älteren Menschen. 10 bis 12 Uhr vormittags? Ja, ja. Da dürfen junge Leute nicht auf Straßen? Nee. Also offiziell nicht. Was ist das denn für eine Regel? Ja, ey. Im Endeffekt so, das ist eh der größte Bums. Das ist der größte Bums. Ich meine, wir durften wieder raus von 6 bis 10 Uhr morgens so an dem Punkt. Wirklich alle Menschen gehen natürlich raus zu der Zeit, wirklich alle Menschen. Die Stadt war super busy am Strand da und die Stadt sperrt einfach den Strand ab. So. Das heißt, vom Strand die Wege waren halt komplett überfüllt. So, da fragt man sich da echt so, welche Vollidioten. Das macht doch keinen Sinn, aber laufen ja trotzdem alle aneinander vorbei. Ja, voll die Spassis, ehrlich. Also, ja, keine Ahnung. Großes Thema einfach, ne? Kann man sich, glaube ich... Ja, aber ich meine, wie lange war jetzt Lockdown? 2 Monate oder was? Du warst 2 Monate straight am Stück praktisch in der Bude. Ja. Aber du hattest Glück, weil du vom Computer arbeiten konntest und Tisch. Ja, ich hatte immer was zu tun, ne? Und konnte ein bisschen Geld machen.
Ja, also das ist echt, ich glaube, das ist wichtig, ne? Weil Chef, du wärst einfach, kannst ja nicht mal Geld verdienen. Ja, aber Timing trotzdem super behindert. Ne? Ich meine, eigentlich hatte ich einen Flug nach Amerika. Ja, stimmt, du wolltest vor dem Fest fliegen. Ja. Ne? Hatte eigentlich auch schon geplant, danach dann nach Deutschland. Ich wäre eigentlich schon längst hier gewesen. Oh, guck mal, da ist eine Maus. Was? Achso, ja, die wohnt da, glaube ich, in der Palette. Nice. Ja, eigentlich war der Plan halt, Swampfest, Deutschland und halt Travel. Deswegen habe ich halt gearbeitet, ne? Ich will halt reisen dieses Jahr. 2020 dachte ich mir, okay, das bin ich ja. Das ist unser Jahr, ja, haben voll. Sie alle gedacht. Es war schön 3 Monate weggesperrt und danach, davor einen Monat war ich noch verletzt. Also 4 Monate gar nichts tun. Ja, richtiger Abtörner. Und ja, 2020 ist schon ziemlich gelaufen. Bin froh, dass ich hier bin. Mal wieder willst du jetzt in Deutschland bleiben? Ja, jetzt erstmal 2 Wochen. Danach halt nochmal kurz arbeiten und nochmal wiederkommen für einen Monat wahrscheinlich. Ein bisschen spontan gucken halt natürlich, ne? Aber ja, ich denke mal, dieses Jahr werde ich nochmal öfters in Deutschland sein. Vor allem in Europa. Ich finde es interessant, dass du dir so eine Existenz in Spanien aufgebaut hast, so ohne alles. Also wenn man so mal nachdenkt, so okay, Max Bergmann fliegt nach Barcelona in Urlaub, sagt so, ja, ich bleibe jetzt aber hier. So, und dann musst du dir was überlegen. Also das ist schon so ein bisschen Überlebenskunst irgendwie. Ich meine, keine Ahnung, ich würde behaupten, kleiner Henrik wäre wahrscheinlich gestorben einfach oder so. Also ich meine, klar, dann irgendwie überlebt man schon immer so, aber ich finde schon krass, ist so einfach auswandern. Wie ist das jetzt gerade? Brauchst du ein Visum oder sowas? Ich meine, für die Leute da draußen vielleicht so auch schon mal sowas überlegt haben, ich meine, was ist das Allerschwierigste für dich am Auswandern jetzt gewesen? Ja, also klar, Freunde vermissen, das ist halt eigentlich das Schwierigste. So, wenn du es machen willst, mach's einfach. So, da gibt's nicht so viel nachzudenken. Gerade für Europäer ist es super einfach, in Spanien zu bleiben. Okay. Und wenn es einem nicht gefällt, man kann immer wieder zurück, ne? Also, das, ich glaube, das Schwierigste ist für jeden, ist immer dich selbst so. Man steht immer, also man denkt immer viel zu viel nach, weil man einfach viel zu viel, wie soll ich sagen? Man ist so gefangen in der Realität, ja, genau, in der man genau, hier lebt. Ja. Ja, man ist so gefangen in dem, wie man lebt. So, man bindet sich viel zu sehr in Sachen, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Verträge hier, Verträge da. Ne? Und gerade Job und so, das kann auch ihn auch ziemlich binden. Aber ich sag mal so, es sind voll viele Menschen immer, die in Situationen sind, die nicht wissen, was sie machen sollen. Hey, geh einfach ins Ausland, Mann. Die suchen auf jeden Fall immer Arbeit. Film suchen immer Leute. Das heißt, einfach mal zu bleiben, sich das anzugucken. Und nicht nur Spanien, so Portugal. Aber du musst ja schon auch so die ganzen Behördengänge und sowas, ist ja auch schon so ein bisschen im Weg. Ne? Du musst ja wahrscheinlich irgendwie erstmal eine ID-Nummer haben und was weiß ich. Ja, genau, du meintest hier wegen Arbeitsgenehmigung. Ja, brauchst du einen spanischen Perso oder sowas, ich weiß es nicht. Also Arbeitsgenehmigung, offiziell brauchst du halt eine NIR-Nummer. Das ist halt quasi wie so eine Arbeitsgenehmigung, aber das europäische Recht sagt eigentlich, dass du das nicht brauchst. Also ja, Barcelona, Katalonien macht da so ein bisschen ihr eigenes Ding, was ich so ein bisschen verstehen kann, weil also sowohl als auch, also in einer Hinsicht kann ich es verstehen, weil Spanien, Madrid nutzt natürlich auch ziemlich krass Barcelona aus, finde ich. In jederlei Hinsicht, vor allem in finanzieller Hinsicht. Barcelona ist natürlich der Wirtschaftsfaktor in Spanien. Und Barcelona macht natürlich so ein bisschen ihr eigenes Ding, um das einfach ein bisschen kontrollieren zu können. Ne? Aber in einer anderen Hinsicht ist das natürlich auch wieder so, dass du natürlich auch in beiden Seiten hast du Nazis so, ne? Also wirklich Rassisten, die sehen dich so, bist blond und dann machen sie es dir schwer. So, ne? Als ich versucht habe, hier diese NIR-Nummer zu bekommen, ey, du glaubst nicht, wie oft ich da Behördengänge hatte, die mir jedes Mal was anderes erzählt haben. Also ja, okay, das brauchst du das. Dem dummen Deutschen können wir das ja erzählen, so ungefähr. Ja, also da kannst du echt super Glück haben oder halt super Pech. Ich hatte auf jeden Fall Pech und habe mir gedacht, okay, ich nehme einfach einen scheiß Anwalt. Das hat mich dann 180 Euro, glaube ich, gekostet. Und der hat mir das dann in 3 Tagen besorgt, wofür ich halt 4 Monate probiert habe und nichts erreicht hatte. So, ne? Ja, ich glaube, so eine gute spanische Connection, gerade für sowas, ist schon sehr hilfreich. Ne? Ja, safe. Gerade wenn du so selber gar kein Spanisch... Also ich meine, sprichst du jetzt Spanisch mittlerweile oder wie ist das? Ja, also ich habe halt erst tatsächlich Englisch gelernt, so, ne? Weil in der Schule habe ich halt mich da immer durchgemogelt und eher Kollegen Bier gegeben, dass die 2 Klausuren schreiben, dass ich das nicht lernen muss, weil ja, ich bin halt nie gereist, ne? Ich hatte nie Geld, meine Eltern hatten nie Geld, demzufolge habe ich Englisch nie gebraucht. Und ja, keine Ahnung, grundsätzlich bin ich immer so ein Mensch gewesen, was er nicht braucht, lernt er nicht, ne? Weil verschwendete Lebenszeit. Quatsch, ja, am Ende natürlich. Für die Kids da draußen lernt einfach scheiß Englisch. Ja, deswegen erstmal Englisch gelernt, auch wegen Arbeit halt. Das ist natürlich deutlich wichtiger gewesen als Spanien erstmal, also Spanisch. Und ja,
jetzt Englisch läuft soweit. Ist Spanisch dran, ne? Aber das ist halt auch immer so eine Sache der Motivation. So, du kommst an, kannst eigentlich nur Deutsch, bist erst natürlich mega motiviert, um da Fuß zu fassen. Also lernst du Englisch richtig schnell. So, jetzt mit Spanien ist ein bisschen, oder Spanisch ist ein bisschen schwieriger, weil ja, ich lebe da richtig gut. Und ja, so der Kopf sagt eigentlich, ja, du kommst auch super klar ohne Spanisch. Demzufolge ist die Motivation auch eher geringer. Und naja, ganz ehrlich, den Bums von anderen Menschen zu hören, muss man sich auch nicht immer geben, so, ne? Demzufolge kann man da in seiner eigenen ruhigen Blase da leben und auch aber echt ja, mal. Ja, es wahrscheinlich schon irgendwo Sinn, ein bisschen Spanisch zu sprechen, einfach. Ne? Ja, ja, also ich meine, gerade auch die Spanier sind nicht besonders bekannt dafür, dass sie fließend Englisch sprechen. Leider. Ja, es hat sich tatsächlich schon ein bisschen geändert. Also ja, ich glaube, bei Mixern geht es schon besser klar, ne? Ja, aber wenn du jetzt den Mitte 50-jährigen Spanier triffst, so, der wird mit Sicherheit nicht fließend Englisch sprechen. Ja, also ich verstehe auf jeden Fall Spanisch, also nicht alles, aber wenn ich es lese zum Beispiel, dann weiß ich, worum es geht. Mhm. Und ja, wie gesagt, bei jeder Mensch ist da anders, ne? Ich weiß, dass ich auf jeden Fall, wenn ich motiviert bin, lerne ich das. Deswegen hatte ich eigentlich auch geplant, dieses Jahr, Ende des Jahres nach Südamerika. Und in Südamerika, okay, das weiß jeder, dass da keiner Englisch spricht. Demzufolge wäre das halt die Motivation gewesen, da halt in Spanisch schlussendlich zu lernen. Na, ja, das zieht sich jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen nach hinten. Aber ich sag mal, es rennt nicht weg, ne? Und wenn man sich selbst stresst mit irgendwas, ey, das bringt doch nichts. Ich meine, da wo ein Wille ist, ist immer ein Weg. Und den Rest regelt die Zeit, ne? Ja, lass uns noch ein bisschen mal im Mix quatschen vielleicht. Ja, safe. Naja. Barcelona ist so das BMX-Mecker in Europa, oder das weltweite BMX-Mecker. Ich meine, Leute fliegen aus fucking Australien nach Barcelona, um da die Curbs zu fahren, das ist der Wahnsinn. Von überall, die kommen alle von überall. Dub Jam im Februar, was war das, Februar, ne? Ja. Da waren ja, wie viele Leute, Alter? Das waren so knapp 500, 600. 600 Leute. Klar, Simple Session war davor, deswegen waren natürlich eh viele Ausländer irgendwie schon in der Region, also in Europa und natürlich dann nur, muss man nur rüberfliegen. Aber generell, ich meine, du hast ja wahrscheinlich schon mega viele Teams da kommen und gehen sehen und ich meine, da war ja jeder mittlerweile schon so ja. Und haben da, ich meine, jede DVD, ob du die King-DVD guckst oder fucking The People-DVD oder irgendwas so, wird immer, wenn immer reihenweise Barcelona-Spots drin sein. Ja, ich meine, wenn selbst ein Gary Reynolds sagt, Barcelona ist die beste Stadt der Welt für BMX, dann wird das stimmen, ganz ehrlich. Der wird das wissen. Ja, der wird das wissen. Ich meine, Amerika hat auch sicherlich die geilsten Spots, aber in Barcelona hast du halt einfach die Spots erreichbar mit dem Fahrrad. Ja, kannst einfach mit dem Fahrrad losfahren und kannst auch in die nächste Stadt da irgendwie eiern am Strand lang und findest untouched Spots, ohne dass du selbst Zug oder Metro nehmen musst. Das ist eine endless Story einfach, ne? Und ja, also Fahrer von überall. Wirklich von überall. So, jeder weiß, jeder geht zu Simple Session und vor Simple Session ist immer Barcelona busy as fuck. Danach auch. Und danach auch, ja, das ist halt wie so ein... Diese genau. Zwei Russenbrüder, die Bespali-Brüder, die sind jetzt irgendwie da auch im Lockdown gestrandet oder was. Ne? Ja. Diese mega krassen streetfahrenden Russen, die da einfach unnormal abgehen und jetzt einfach leben da Barcelona und chillen. Ja, mit denen hänge ich auch relativ oft. Ich meine, ja, keine Ahnung, vielleicht liegt das daran, dass wir uns so gut verstehen, weil ich auch vom Ostblock bin. Also die sind einfach nur geil. Die leben BMX so hart, die freuen sich jedes Mal, wenn sie einen sehen oder wenn die Fahrrad fahren können und haben einfach die besten Vibes. Wo kommst du genau her? Aus Stralsund? Ja. Da geht ja eigentlich gar nichts sonst, ne? Ja, guten Döner gibt's da, ne? Aber das war, meinst du, glaubst du, das ist von vornherein so ein bisschen die Motivation gewesen, so, boah, ich muss hier was ändern, ich muss irgendwie in meinem Leben nochmal irgendwo hin, wo es irgendwie geiler ist als Stralsund? Ja, safe. Ich meine, das ging ja schon damals los, als ich 19 war und dann halt erst nach Gütersloh bin, dann Bielefeld, Hannover. Ja, und es war ja immer so ein bisschen geupdatet quasi, immer ein bisschen größer geworden, ein bisschen neuer. Aber dann ging es halt von Hannover nochmal zurück nach Bielefeld. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, nee, ich brauche schon was anderes. Und das war auch der Punkt dann, wo es mir nicht so gut ging, wo ich einfach was Neues brauchte, so, weißt du? Also die Komplettsituation war einfach so abgefuckt. Ja, und vielleicht müssen wir noch ein bisschen über BMX reden, ne? Sonst ist immer voll viel Überleben und sowas gelabert. Ja. Generell, filmst du für irgendein Video oder sowas? Oder bist du, ich weiß nicht, wie motiviert bist du, dass da... Ja, auf jeden Fall super motiviert, ne? So. Mehr rauskommt von dir. Ich meine, jetzt hast du ja gerade ein Video gedroppt, so. Das ist auch ziemlich crazy gewesen, mit fetter Mobi-Musik. Ja, Motivation ist auf jeden Fall 100, ne? Ohne Spaß. Also, ich will filmen, so viel es geht jetzt gerade. Gerade wieder fit geworden. Ja, also grundsätzlich, eigentlich habe ich ja immer viel gefilmt und Videos gemacht. Einfach, weil es halt mega Spaß macht. Aber als ich halt in Barcelona angekommen bin,
Der Input ist halt krank, so, ne? Du kommst da an und einfach eine Million Spots, so, da willst du erstmal alles abchecken, ne? So, die ersten Tage war da halt so, okay, dritter Tag meine ich, ja, dritter oder vierter Tag, habe ich so auf Google Maps geguckt, was ich allein von Spot zu Spot gefahren bin. Also, ohne Einberechnung der Spots selbst, die man auch noch gefahren ist, bin ich halt 70, 75 Kilometer gefahren mit dem Fahrrad. So, und ja, da kommst du nicht wirklich zu filmen, wenn du erstmal alles abchecken willst, deswegen war es halt auch erstmal ein bisschen still. Und aber jetzt halt, ne, jetzt geht's los. Also ich habe mega Bock zu filmen. Und ja, es hört auf, wenn man stirbt, sag ich mal, ne? So, keine Ahnung. Also du bist jetzt 29, wirst bald 30 und hast trotzdem mal Bock zu fahren wie mit ja. 16. Ja, vielleicht nicht wie mit 16, weil der Körper halt sagt, nö. Aber so Motivation ist auf jeden Fall Bombe, ne? Genau das wollte ich halt immer. So als ich noch in Deutschland war, so die Schlusszeit. Weil die Schlussperiode. Dann war das so, ja, schon fast aufgehört, ne, mit BMX-Fahren, weil so viele Freunde haben aufgehört mit Radfahren, gehen dann so normales Leben nach, wie arbeiten, Haus bauen. Ja, aber wer sagt, was normal ist, weißt du? Also ja, sicher, für mich ist normal. Unser Leben auch normal, wir fahren jeden Tag BMX. So, ja, aber viele haben halt auch aufgehört, so, ne, und wenn du halt immer umziehst und genau da, wo du hingezogen bist, haben die Leute dann irgendwann aufgehört mit Radfahren, so, das ist halt auch schon ein bisschen deprimierend, ne. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, ich habe immer gedacht so, boah, Max ist echt so mega underrated, wenn man so Videos von dir guckt aus dieser kleinen Halle, die du da in Hannover mal hattest, war das in Hannover? Ja, Hannover, genau. Wo du da immer diese mega langen Nose-Mädels gemacht hast, immer diese Nose-Picks, so, diese ganz steilen, so, Alter, wie so was gehen, oh Scheiß. Auch in diesem Video, was du jetzt hochgeladen hast, so. Und du hattest mal so einen Insta-Clip, wo du auch in so einer komischen, übel schnellen Bank einen Over-Toothpick und Jump-Over wieder gemacht hast. Da haben so viele Leute, mit denen ich drüber geredet habe, gesagt so, ey, was ist mit dem Typen? Kommt der wieder her? So, weißt du, manchmal sieht man von dir ewig nichts so und dann kommt so ein Clip und denkst so, ja, alles klar, Max, das habe ich auch noch am Start. Ja, ich bin auch ein bisschen faul geworden, was so solche Sachen betrifft. Weil, ja, wie gesagt, Barcelona. Da, keine Ahnung, es hat mich so ein bisschen fokussiert, was mich wirklich anbockt so, ne? Und das ist halt einfach Radfahren und einen Scheiß aufgeben auf einen ganz anderen Bums. So, weiß ich nicht. Das Leben hat sich auf jeden Fall sehr positiv für mich da geändert. Glaube ich. Und ja, keine Ahnung. Ja, und dann fliegst du zurück nach Barcelona. Jetzt nach 2 Wochen in Deutschland. Wo willst du in Deutschland denn jetzt noch hin? Also, du bist jetzt gerade in Düsseldorf gelandet gestern und heute geht es weiter irgendwo hin. Weiß nicht. Ist das geheim alles oder wo? Ja, was heißt geheim? Ist eher spontan, würde ich sagen. Also, okay. Guter Kollege holt mich gerade ab oder gleich. Machen wir jetzt noch ein bisschen Düsseldorf unsicher und dann halt, ja, den Wenski auf jeden Fall besuchen gleich noch, also heute. Und dann alles danach ist halt ziemlich spontan, also auf jeden Fall in Stralsund landen, Ende der Woche. Familie, Freunde da besuchen, dann nach Berlin auf jeden Fall, also mein Flieger geht auf jeden Fall von Berlin zurück. Und halt alles auf dem Weg dort irgendwie so viel wie möglich abchecken, ne, keine Frage. Vielleicht noch ein paar Clips catchen hier und ein paar Clips catchen da, wäre auf jeden Fall nice. Ansonsten komme ich ja eh nochmal wieder in ein paar Wochen. Yeah. Dann bist du hoffentlich nochmal hier. Ja, nice. Yeah. Alright, Max. Weiß nicht, immer so ein bisschen lame, aber willst du irgendwas sagen? Dankeschön für irgendwas? So, Dankesrede, klassische. Ja, danke Barcelona, ne? Auf jeden Fall. Danke BMX, danke, dass dieses Fahrrad noch hält. Ja, auf jeden Fall. Danke BMX, sowieso. Ohne BMX wäre ich, glaube ich, ein komplett verkorkster Typ, der nicht weiß, was er machen soll. Also auf jeden Fall BMX Beste, wo gibt. Und ja. Das ist krass, so dieses, ich denke viel über dieses, was wäre ich ohne BMX oder was sind Leute ohne BMX oder irgendwas Vergleichbares. Ich meine, du könntest irgendwie Häkelprofi sein so und wenn das ist, was dir Energie gibt, so, dann ist das ja voll okay, weißt du? Ja. Ich finde das krass, dass manche Leute so fokussiert darauf sind, eben abseits dieser möglichen Fokussierungen im Leben irgendwie in Leben zu führen und immer nach diesem nächsten krasseren Step streben, so boah, erst Ausbildung machen, dann studieren, dann ja, aber es ist Manager ja nicht werden, dann eine Firma übernehmen, dann sterben. Ja, aber es ist ja nicht nur der Fokus, nicht, dass es schlecht ist, so, wirklich. Nee, aber nehmen wir zum Beispiel Berufe häkeln, ne? Selbst wenn du was hast, was dich erfüllt, so, selbst dann wirst du ja noch so getrimmt durch Medien, dass du einfach eine komplett verschobene Wahrnehmung hast. Das Geile in BMX ist halt einfach, du hast eine Szene, du kannst mit den meisten halt über die ganze Welt reden, was so abgeht. Und
stößt halt nicht auf taube Ohren, so, ne? Ja, jeder hat seine eigene Meinung. Genau, offene Meinung vor allen Dingen. So, du redest über irgendwas und die Leute hören die zu oder auch andersrum. Mit wie vielen Leuten ich halt in Barcelona geredet habe, von überall, die mir einfach so sagen, was in deren Städten, Ländern so abgeht, ist halt einfach, ja, ist wie so ein Aufwachmoment, ne? Man realisiert halt eigentlich, was wirklich abgeht, ne? Und diese ganze Close-Minded-Kacke, die halt in Deutschland abgeht, ist natürlich auch ein Grund gewesen, warum ich dann abgehauen bin, ne? Das, was ich halt im Endeffekt dann halt auch erst erkannt habe, so, weil wenn du halt hier nur lebst, nur in Deutschland lebst, du checkst ja gar nicht, was falsch ist, weil du denkst, das ist alles normal. Aber es ist nicht normal so, ne? Aber wer sagt, was normal ist? Ja, das normal ist, ja, ist undefinierbar. Ja, ja. Für uns ist unser Leben normal, für andere ist ihr Leben normal und für andere ist was anderes, ja, nicht normal. Ja, aber normal ist nicht, wenn du einfach nur irgendwas folgst, was andere machen. So, das ist halt nicht normal. Eigentlich ist es nicht normal. Nee, das ist also nicht normal. Das ist die Normalität. Aber. Ich glaube, wir müssen hier aufhören, das wird zu philosophisch und wir müssen jetzt hier echt mal vor unsere Gehirne platzen. Alright. Das war die lateste Folge Freedom BMX Grilled mit unserem Gast Max Bergmann. Wir haben nicht gegrillt, aber gefrühstückt. Ja. Und Max bleibt noch 2 Wochen in Deutschland und fliegt dann wieder nach Barcelona. Und ja, Mann, Max, wir haben gestern echt so eine witzige Session gefahren. Wir sind gestern eine geile Session gefahren und irgendwelchen Bordsteinkanten und so. Endlich jemand, der auch Ice-Drinks macht. Alright, dann würde ich sagen, wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, oder willst du noch was loswerden? Ja, nö, eigentlich nicht. Ich meine, nö. Alright, weiße Worte. Vielen Dank fürs Einladen hier, ne? Auf jeden Fall sehr genossen, den Tag schon hier. Okay, Max, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Freedom MX Grilled und Peace out, reingehauen. 20-inch fucking motherfuckers. Yes, sir. Fucking shredded to death. Cheers. Yeah. Keep riding. Keep fucking going out, guns. Schönen Tag euch noch. Ciao.